Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch den AVA Group Media Kanal an. Heute sprechen wir über ein aktuelles Thema, was mit mir passiert ist, und zwar über Hörverlust, Otosklerose, Steppes-OP, wie das läuft, welche Gefahren das hat und was die Folgeproblematik sein könnte, was mit mir auch passierte. Also legen wir mal los. Meine Probleme haben noch in 2016 angefangen, wo ich gemerkt habe, dass bei jeder Druckänderung ich so eine Art Prickeln im Ohr höre, wenn zum Beispiel ich geflogen bin oder mit dem Auto Hügel hoch, Hügel runter gefahren bin. Ich habe natürlich gleich angefangen, verschiedene HNO-Ärzte zu besuchen. Allerdings nach 6 Monaten habe ich noch einmal ein neues Symptom gemerkt, dass mein Gehör immer schwächer wurde. Auch in diesen 6 Monaten habe ich verschiedene Ärzte versucht zu besuchen und nach Hilfe zu suchen. Ein Arzt hat wenigstens versucht, ein kleines Röhrchen in mein Trommelfell einzusetzen, um dieses Druckausgleichproblem zu lösen, hat aber nichts gebracht. Und ich muss aber dazu sagen, diese kleine Röhrchen in den Trommelfell einzusetzen, das spürt ihr überhaupt nicht und tut überhaupt nicht weh. Eventuell in den nächsten Tagen fühlt ihr als eine größere Kacke in der Ohr drinne weh, aber nichts wirklich Unangenehmes. Also es sind 6 Monate so noch vergangen, dass mein Gehör immer schwächer wurde. Und am Ende bin ich zu einer Hörgerätakustiker gegangen, der ehrlicherweise eine bessere Untersuchung mit mir gemacht hat als mein HNO-Arzt zu Hause. Der Hörgerätakustiker hat irgendwie 20 Minuten lang verschiedene Messungen gemacht und am Ende hat er gesagt, dass ich kein Hörgerät bekomme, allerdings nicht von ihm, sondern ich soll einen vernünftigen HNO-Arzt aufsuchen und der HNO-Arzt soll mich an Erlangen der Uniklinik einweisen. Gleich danach bin ich wieder zu meinem HNO-Arzt gegangen. Er hat nicht unbedingt gerne, aber hat eine Einweisung zum Uniklinik Erlangen geschrieben. Dort habe ich angerufen, Termin ausgemacht, bin hingefahren. Man soll schon eine Tagzeit mitbringen und dort wurde wieder alles gecheckt. Und am Ende des Tages kam ich aus, dass der Prof gesagt hat, ich habe Otosklerose. Das heißt, die Knochen in meinem Ohr wachsen langsam zusammen. Und der Steigbügel muss wahrscheinlich zu einem Implantat ausgewechselt werden. Das basieren die auf einer Messung, wo der rote Linie der Gehör vom Außen und das Innenohrgehör eine Spalte aufwieste. Das heißt, der Innenohr hört total gut durch den Schädel, aber durch das Ohr höre ich wesentlich schlechter. Bis zu soweit kam, hatte ich einen Gehörverlust von 45-50 Dezibel. Gleich bei diesem Termin wurde ein eventueller OP-Termin ausgemacht in 4 Wochen. Allerdings, ich hatte Glück und in 2 Wochen wurde ich schon angerufen, dass jemand seinen Termin abgesagt hat und ich kann 2 Wochen früher ins Krankenhaus. Das haben wir auch gemacht. Allerdings, diese OP sieht eigentlich so aus, dass die den Ohr aufmachen, reingucken. Wenn die eine Schaden finden, die die gleich reparieren können, wie zum Beispiel als diese Metallimplantat als Steigbügel, dann machen die das gleich mit. Wenn da nichts mehr zu tun ist, dann nähen die ganze wieder zu und alles ist gegessen. Der OP selbst geht eigentlich wie auf dem Laufband. Also ich kann mich erinnern, man wird in den Vorbereitungsraum hochgeschoben auf sein Bett, da muss man in ein anderes Bett umsteigen, da gehst du
Also du wirst in einen kleineren Raum reingefahren, wo die Kanül gesetzt wird und ähnliches. Wo ich reingeschoben wurde, war schon eine Junge drin. Eine Minute später war er raus, kam der nächste und einige Minuten später war ich auch raus. Also geht ziemlich schnell. Dann kommst du in das OP rein. Eine Dame oder Herr sagt, jetzt schlafen wir mal. Bitte vom 10 bis 1 zurückzählen. Gegen 4 oder 5 war ich schon weg. Und dann kommt der schlimmste Teil der Ganze, war und zwar der Aufwärmen. Beim Aufwärmen war noch dieser Schlauch im Hals drinne, wodurch ich atmen sollte, aber das klappte irgendwie nicht. Und dann haben die den Schlauch rausgezogen. Das war unangenehm, hat auch ein bisschen wehgetan und man hatte ja diese Atemnot. Aber wirklich, das war der Schlimmste. Du wachst auf, du hast ungeheuer Schwindel, Schmerz natürlich ein bisschen. Es ist dir übel, weil wegen dem Schlauch oder beim Schwindel, wie auch immer. Dann darfst du dein eigenes Bett wieder zurücklegen, also so rüberlegen. Und dann kommst du in deine Zimmer und dann kommt eine wochenlange Aufenthalt in das Uniklinik. Es ist eine OP. Mir wurde hier etwa 1,5 Zentimeter eingeschnitten hier oben. Bei anderen macht man hier hinten auf. Aber das ist alles leicht zu überleben. Wenn du Schmerzen hast, dann kriegst du Schmerztabletten. Schlimmer ist enorme Schwindel und das Ohrgeräusch, was du ständig hast. Du bekommst Schmerzmittel, wenn du Schmerzen hast und Cortison ohne Ende. Über Cortison sprechen wir noch. Hauptsache, das soll den Schwindeln und das Ohrgeräusch wegmachen. Wenn der eine Woche um ist und wenn du nach Hause gelassen wirst, dann gehst du gleich zum HNO-Arzt. Er schreibt dich noch einmal 2 Wochen lang frei vom Arbeit, weil noch 2 Wochen lang hast du so eine Schwindel, dass du zum Beispiel nicht Auto fahren kannst. Beim Rauskommen wird gesagt, dass du 6 bis 8 Wochen lang nicht ins Bad gehen sollst, obwohl da gibt es einen kleinen Trick, und zwar diese Silikon-Ohrstöpsel, das ist so wie eine kleine Knete, das kannst du in das Ohr rein drücken, ganz vorsichtig, weil das ist noch natürlich empfindlich, und mit dieser Knete kannst du natürlich nicht in einen Wasserrutschenpark reinlaufen, aber in ein Wellnessbad kannst du ein schönes Dach haben. Hauptsache, kein Wasser geht ins Ohr rein. Dann sagen die dir noch, dass du 12 Wochen lang nicht fliegen und keinen Zug fahren sollst. Fliegen ist eindeutig, beim Landen wird das Druck erhöht und das ist ein Stress für die frisch operierte Trommelfeld. Und im Zug, wir kennen den deutschen ICE, er fährt mit 300 Sachen in den Tunnel rein und in dem Moment entsteht wieder so ein Druck, was den Ohren schaden könne. Das OP eigentlich verlief ziemlich gut, also ich bin mit minus 45, 50 Dezibel Hörverlust reingegangen und nach 3 Monaten hatte ich nur noch minus 15 Dezibel, also fast keine Probleme mehr mit dem Ohr. Allerdings diese Erholung, also nach dem OP hörst du immer noch nicht, sogar weniger als vorher. Und in diese 3 Monaten stellt sich der Ganze ein und dann hörst du wieder besser. Welche Gefahren hat dieses OP? Klar, es ist eine OP, also man kann auch eventuell mit kompletten Hörverlust rauskommen und das heilt nie mehr. Es gibt ein Video von einem italienischen Arzt, das Link findet ihr unter dem Video, wo er so eine komplette Steigbügel-Implantat-OP durchmacht und aufzeichnet. Da seht ihr auf dem Video, dass da hinter dem Trommelfeld eine Sehne läuft. Diese Sehne ist verantwortlich für Geschmacksgefühl und für den Muskulatur eine Hälfte des Gesichts. Wenn diese Sehne beschädigt wird, dann kann es sein, dass du keinen Geschmack mehr fühlst oder du so ein Sylvester Stallone-Gesicht bekommst, weil
eine sein, der deinen Kopf so abhängt. Aber das war alles gut. Was die aber dir nicht sagen, ist, dass auch wenn es 12 Monate um sind, man sollte nur mit dieser Ohrstöpsel fliegen, diese Flyfit vom Alpine gleicht die Druckunterschied aus, weil man kann auch Unfälle haben, so wie ich hatte vor einigen Wochen. Ich bin nach Budapest geflogen zu einem Meeting und beim Landen in Budapest wurde der Druck in der Kabine zu schnell wahrscheinlich erhöht. Bei der Abflug habe ich einen riesen Schmerz gefühlt im Ohr, praktisch wie von der dieselgetriebene Lichtschwert vom Kylo Ren in mein Ohr gestochen wurde. Ungeheuer Schwindel und totales Hörverlust auf der rechten Seite. Ich bin am Dienstag hingeflogen, Mittwoch zurückgeflogen und am Donnerstag ins Krankenhaus. Wie gesagt, wieder so minus 50 Dezibel Gehör und eine Ohrenpfeifen, die ich immer noch habe, 24 Stunden am Tag. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ich war 5 Tage lang in der Krankenhaus Erlangen, HNO-Klinik, Uniklinik. 4 Tagen, weil 4 Tage lang habe ich einmal Antibiotikum intravenös bekommen und Cortison. Der Sache war, nicht der Trommelfell ist kaputt gegangen, sondern dieser Metallimplantat ist losgelaufen im Innenohr und hat eine Innenohrentzündung und einen Innenohrschaden verursacht. Den Antibiotikum habe ich auf den Innenohrentzündung bekommen. Die Schmerzen waren langsam weg und Cortison habe ich wieder wegen Schwindeln und das Ohrpfeifen, also gegen den Tinnitus bekommen. Cortison schwächt einmal den Immunsystem. Das heißt, ich bin kranker aus dem Krankenhaus rausgekommen, als ich reingegangen bin, weil inzwischen habe ich mich auch noch erkältet. Zweitens, Cortison erhöht Zucker und Blutdruck. Ich hatte Zucker in Höhe 340 und Blutdruck in der Höhe 200. Das ist sehr hoch. Deswegen nach dem vierten Tag haben die Ärzte gesagt, dann kriege ich den Cortison nicht mehr. Das hilft sowieso nicht. Schwindel war wohl weg, aber der Ohrenpfeifen war immer noch da und ich habe nicht gehört. Oder beziehungsweise der Ohrenpfeifen ist immer noch da und ich höre immer noch nicht. Was jetzt kommt, ich darf 3 Monate warten wieder, ob das Ohr sich selbst heilt. Wenn nicht, dann kommt wieder eine OP. Obwohl bei dieser OP werde ich den Wunsch haben, dass die dieses Zeug rausnehmen. Weil wenn ich ins Urlaub fliege und das wieder passiert, gut, in der Zukunft werde ich diese Ohrstöpsel dabei haben. Aber wenn das wieder passiert, dann habe ich eine Woche Krankenhausaufenthalt, irgendwo auf Sizilien zum Beispiel, statt mein Leben zu genießen und dann bleibe ich lieber taub. Das war's der Video für heute. Drückt den Like-Knopf, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt uns einen Comment, was wir in der Zukunft anders machen sollen. Auf jeden Fall schickt dieses Video an eure Freunde weiter. Vielleicht kann dieses Video auch anderen helfen. Ich bin wohl kein Arzt, ich habe nur meine Geschichte erzählt und meine Erfahrungen. Aber vielleicht andere können auch davon lernen. Und auf jeden Fall der wichtige Nachricht ist, nicht lange mit den Ohrenproblemen warten, weil die Ärzte können es doch reparieren, wenn es so kommt. Danke, dass ihr bei uns wart und wir treffen uns bei dem nächsten Mal, wo wir sicherlich eine ganz andere Thema aufbearbeiten werden. Tschüss!